Die aserbaidschanische Stadt Kebele richtete nach einem Jahr Pause wieder ihr bekanntes Musikfestival aus. Seit 2009 hat diese Veranstaltung einen festen Platz im Kulturkalender des Landes. Die 12. Auflage fand im Kongresszentrum Haider Aliyev und in einem Hotel statt, umgeben von grünen Bergen. Die Coronavirus-Pandemie hatte im vergangenen Jahr für eine Zwangspause gesorgt. Umso erfreuter und erwartungsfroher waren die Gäste diesmal. Die Geigerin Zarin Aliyeva erlangte nach der langen Pause das Gefühl zurück, für Menschen zu musizieren. Das war unser erstes Konzert vor Publikum seit anderthalb Jahren. Natürlich war das für alle Musikschaffenden schwierig, denn während der Pandemie gab es ja keine Konzerte. Manche sind deshalb aus der Übung gekommen, aber wir haben uns zusammengerissen, um einen guten Auftritt hinzulegen. Ich habe es genossen, vor Publikum zu spielen und hoffe, dass den Menschen der Auftritt gefallen hat. Es gab einen Geburtstag zu feiern. Vor 100 Jahren wurde die Musikakademie von Baku gegründet. Das Musikfestival gibt sowohl aufstrebenden als auch erfahrenen Musikschaffenden die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Für den Dirigenten Javad Tagizade war es ein ganz besonderer Auftritt. Diese ungewollte Pause aufgrund der Pandemie war für uns wie ein schlechter Scherz. Es gab einige Bedenken, wir alle haben das Publikum sehr vermisst und die Konzerte ebenfalls. Aber nicht die im Internet. Wenn man auf die Bühne tritt und das Publikum hört, kann man förmlich dessen Empfindungen spüren. Den Beifall unmittelbar zu hören, ist unbezahlbar. Wir sind rein zufällig zum Kebele Musikfestival gekommen. Von den Konzerten unter freiem Himmel und von der Veranstaltungshalle sind wir begeistert. Es ist wundervoll hier, die Akustik ist großartig und die Musiker bewundere ich. Am Eröffnungsabend erklang aserbaidschanische Volksmusik. Das Publikum lauschte andächtig. Good.